Die Kemmer International Bilingual School in Hannover hat sich das Motto Local Roots, Global Understanding auf die Fahnen geschrieben und damit den Blick über den regionalen und nationalen Tellerrand hinaus. Wir konzentrieren uns auf die Kernkompetenzen des niedersächsischen Curriculums, reichern diese aber an mit Kompetenzen aus internationalen Curricula. Die internationale Ausrichtung zeichnet sich aber nicht nur in den Lerninhalten ab, sondern auch in der Unterrichtssprache Englisch. We have been learning about our rights in the world. Bilingualism. Zweisprachigkeit fördert die kognitiven Fähigkeiten und das Sachverständnis. Und man weiß auch, dass sie den Kindern zu mehr Sozialkompetenz und einem besseren Umgang miteinander verhilft. Englisch ist ja sozusagen eine Weltsprache. Also können wir jetzt zum Beispiel nach Indien fliegen und da Englisch sprechen und die verstehen es. Oder die meisten verstehen es. Auch die Lehrinhalte sind darauf ausgerichtet, den Kindern die weltweite Relevanz von Nachhaltigkeit zu verdeutlichen und so ihr globales Bewusstsein zu stärken. Globale Zusammenhänge gehören bei uns auch zum Alltag hinzu. Die Sustainable Development Goals sind bei uns fest im Curriculum globales Lernen verankert. Diese Goals sind sowas, wo man mit dem Planeten besser machen kann und mehr freundlicher. Also ich finde wichtig, auf Deutsch nachhaltige Städte und Gemeinden. Bei der inhaltlichen Gestaltung der Projekte haben die Schülerinnen und Schüler ein großes Mitspracherecht. Um das demokratische und soziale Bewusstsein der Kinder zu fördern, wurde das sogenannte House System eingeführt. Alle Schülerinnen und Schüler sind in drei Häuser eingeteilt. Sie lernen innerhalb dieser Häuser zusammen im Team zu arbeiten. An der Spitze jedes dieser Häuser stehen die sogenannten House Captains, die zusammen mit der Schülervertretung praxisbezogene Ideen entwickeln, die in der Schule umgesetzt werden sollen. Gibt es heute Themen, die euch am Herzen liegen? Wir könnten ein Komitee machen, wo wir in den Wald gehen und da Müll sammeln. Aus diesen demokratischen Prozessen ist ein Projekt der 4. Klasse hervorgegangen, das sich damit beschäftigt hat, wie man Speisereste beim Mittagessen reduzieren kann. Das sind Kisten und da sind ganz viele Würmer drin. Das ist eine Wurmfarm. Das Futter kommt von der Mensa. Wenn Waste Food da ist, dann nehmen wir das und füttern das an die Würmer. Auch außerhalb der Schulhofmauern wollen die Schülerinnen und Schüler etwas bewegen. Mit einer Recycling-App. Auf der Karte in der App können die Nutzer den Ort markieren, wo sie Müll in der Stadt gefunden und aufgesammelt haben. Und dies kann man dann miteinander teilen, um andere zu ermutigen, sich daran zu beteiligen. Internationalität und Partizipation zeigen den Schülerinnen und Schülern der Kemmer International Bilingual School den Weg, wie sie zu demokratischen und handlungsaktiven Weltbürgerinnen und Bürgern werden. Kinder haben Rechte und wenn es die nicht geben würde, kann es sein, dass Kinder nicht glücklich sind. Hier dürfen Kinder mitbestimmen. Sie dürfen sagen, was sie denken. Meine, deine, unsere Zukunft.